Hallihallo, ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Wir sind am Baggersee unterwegs und haben Verrücktes vor. Ich glaube, die Schwimmweste kann ich jetzt mal ganz getrost ausziehen, denn es ist Badezeit, es ist Hochsommer, mega warm und ich wollte eigentlich auch mit euch schwimmen gehen. Einige von euch erkennen, glaube ich, den Baggersee, vielleicht. Hier war ich vor 3-4 Wochen schon mal unterwegs. Mit der Mission, alle 4 Raubfische, Hecht, Zander, Barsch und Wels, zu fangen. War ein schwieriges Unterfangen aufgrund der Hitze. 3 Räuber kamen auf die Habenseite. Und ich bin jetzt zurückgekehrt an diesen Baggersee, um Karpfen zu fangen. Einige von euch können sich wahrscheinlich erinnern, die das Video gesehen haben. Ich verlinke es euch hier oben nochmal. Ich habe hier in diesem Bereich viele, viele Karpfen tagsüber durch diese Krautgürtel hier schwimmen sehen. Schaut mal, was ich jetzt direkt hier vor uns gefunden habe. Alles voll mit Karpfen. Wir fahren mal langsam drauf zu. Die kommen jetzt eher auf uns zugeschwommen. Seht ihr sie da? Kommt jetzt genau unterm Billyboot hier durch. Guckt mal, super, super, das ist doch stark. Guck mal, die haben gar keine Angst vom E-Motor, jetzt merken sie mich erst. Zack, und weg. Ich war allerdings nicht auf Karpfen ausgerüstet, sondern wollte ja Raubfische fangen. Hier sind wieder welche unterwegs. Aber wie ihr seht, erkennen wir die aktuell ganz, ganz schwer. Aufgrund der Hitze, vermute ich, sind die Braunalgen aufgekommen. Das Wasser ist ganz, ganz trübe. Hier an der Oberfläche seht ihr noch, Finny guckt schon drauf. Überall Rotaugen rumschwimmen und da hat sie auch einen Karpfen entdeckt. Hier mitten im Kraut, mitten im Holz. Aber das Wasser ist sehr, sehr trübe geworden am Baggersee. Ich wollte eigentlich mit euch was ganz, ganz Spannendes in dem Video machen. Da hinten an den Seerosen, da zieht auch einer rum. Ich wollte mit dem Aquascope mit euch in diesen Krautlücken hier zwischen dem Holz, liegen überall auch Bäume drin, die Ruten auf Sicht ablegen und auch noch tauchen gehen, ja. Aber das wird wohl nicht werden. Das Wasser ist zu trübe. Es ist einfach zu warm. Die Braunalgen sind da. Wir können ja trotzdem mal einen Blick durchs Aquascope wagen. Hat die gleichen Sichtverhältnisse wie eine Taucherbrille, ob wir da irgendwo was sehen. Wir haben jetzt hier eine Wassertiefe von circa 3 Metern. Vor einiger Zeit, wo ich hier mit dem Bellyboot unterwegs war, konnte ich hier noch den Grund sehen vom Bellyboot aus. Jetzt sieht man gar nichts. Schauen wir mal. Komplett trübe Brühe. Ich weiß nicht, ob ihr da was erkennen könnt, aber jetzt müssen wir uns in dem Fall, Finny, entweder auf deine Nase oder aufs Echolot verlassen. Mit dem Grundblei ein bisschen rumtasten und dann probieren, Fisch abzuholen. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch am klaren Baggersee, was er noch war vor ein paar Wochen, tauchen gehen und die Karpfenmontagen den Karpfen direkt hier im Krautschummel vors Maul legen. Aber das wird nichts werden, denn ihr werdet auf der Unterwasserkamera nichts erkennen und ich werde durch die Taucherbrille nichts sehen, denn der See ist komplett eingetrübt. Ja, Plan B ist angesagt, wie so oft beim Angeln, und das macht es auch gerade spannend.
ich bin circa 350 Kilometer weg von zu Hause. Finny flotzt immer noch da übers Wasser. Die riecht die Fische und kann dementsprechend durch die Entfernung nicht großartig was vorbereiten. Karpfenangeln mit Vorfüttern ist in den meisten Gewässern kein großes Hexenwerk, wenn man am richtigen Platz zur richtigen Zeit ist. Für euch hoffe ich auch ganz interessant, kann euch auch jederzeit passieren, wenn ihr eine schnelle Session machen wollt. Ich habe 2 Tage, 2 Nächte Zeit. Ich werde eine Nacht jetzt hier in diesem Ufer probieren und die nächste Nacht ans gegenüberliegende Ufer gehen, rübermoven auf einen ganz coolen Inselplatz. Ja, und wollte eigentlich den Fischen direkt vom Maul angeln. Wollte versuchen mit der Taucherbrille, wollte abtauchen. Müssen wir das Video also verschieben. Machen wir jetzt ganz normales, schnelles Karpfenangeln nach dem Motto angekommen am Baggersee. Spot suchen mit dem Echolot. Wir dürfen hier vom Boot aus angeln. Wurfentfernung ist zu weit. Mein Platz ist relativ weit da oben. Auffällige Köder einsetzen, die Fische hoffentlich in dieser trüben Brühe jetzt finden werden. Ja, so sieht's aus. Schauen wir mal. Diesmal werden wir nicht aus dem Auto raus angeln. Ich habe jetzt erstmal mein Zelt und Liege hier hingekracht. Als erstes gilt es jetzt erstmal die Routen vorzubereiten. Ja. So, wir werden auf jeden Fall auf auffällige Köder setzen. Hier im Schatten ist es richtig angenehm. Ich wäre so gerne mit euch tauchen gegangen, aber das heben wir uns auf. Man muss dann immer flexibel bleiben, ja. Wenn es nicht geht, ist es Quatsch, das zu machen und da blind rumzudümpeln. Ich baue jetzt schnell die erste Montage zusammen. Die werden wir rausfahren. Auf geht's. Auffälligen Köder drauf. Schauen wir mal. Daumen drücken, dass es trotzdem klappt. So, die erste Rute ist einsatzbereit. Ich habe das jetzt mal schnell zusammengetüftelt, aber ich erkläre euch ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe als Hauptschnur eine geflochtene drauf, weil ich ja doch eine längere Angelentfernung habe. Vorgeschalten habe ich eine 57er Mono als Schlagschnur, circa 4 Rutenlängen. Dann habe ich auf meine Schlagschnur als erstes so einen Slider hier montiert. Ein Blei, was auf jeden Fall meine ausgelegte Schnur zur Montage hin auf den Boden drückt. Dann folgt ein Leadcore. Unten dran als Festbleimontage 170 Gramm, damit der Karpfen auf jeden Fall, wenn er den Köder aufnimmt, eine gepretzelt bekommt für einen sicheren Hakeffekt. Wir haben ja doch eine größere Angelentfernung. Im unteren Bereich habe ich ein sogenanntes 360 Grad Rig montiert, ein Ronny Rig auch genannt unter Karpfenanglerkreisen. Das ist ein 6er Haken, der auf einem Wirbel sich 360 Grad frei bewegt, also sorgt für ultimativen Hakeffekt und darüber einen sehr auffälligen Neon-Pop-Up in der Größe 16 mm. Mit diesem System habe ich vor, auf jeden Fall ohne großen Futtereinsatz das Interesse der Karpfen zu wecken, dass sie den Happen gleich mitnehmen, deswegen auch nur ein 16er Poppy. Und durch den Pop-Up kann ich auf jeden Fall gewährleisten, ich wollte ja eigentlich mit euch tauchen gehen, dass, wenn ich jetzt übers Echolot ablege und vielleicht doch eine leichte Krautschicht treffe, dass der Köder schön sicher über dem Kraut steht. Wie die Montage im Detail zusammengebaut wird, das zeige ich euch später noch, vielleicht morgen. Jetzt müssen erstmal die Ruten raus. Das ist mein erstes Setup. Auf diesem Wege möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei Manu von Waterworld Baits. Da kam vor kurzem bei mir ein Paket zu Hause an und da denke ich, was ist denn da drin? Nanu macht das Paket auf, ein paar Boilies, ein paar Poppies,
in unterschiedlichen Farben und Geschmacksrichtungen. Und ein netter Zettel dabei: Stefan, teste dich mal durch. Vielen Dank auf diesem Wege, Manu und Waterworld Baits. Ich bin gespannt, ich werde es jetzt einsetzen. Ich werde es versuchen. Ich werde zwar jetzt kein großes Futter bringen, sondern probieren, Fallen zu stellen. Aber schauen wir mal. So, die erste Rute geht auf Reise. Bei der zweiten Rute bin ich noch am Überlegen, ob ich eventuell einen Schneemann einsetze. Einer meiner Lieblingsköder, also Bodenköder, ein Poppy drüber. Zeige ich euch aber später. Oder auch noch einen auffälligen Poppy. Aber die erste fahren wir jetzt erstmal raus. Auf geht's! Kraut liebt der E-Motor ganz besonders. Kleiner Trick, vorwärts, rückwärts fahren und dann spülst die Schraube wieder frei. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall das Echolot, denn sonst sind wir blind. Aber mit dem Blei können wir auf jeden Fall ein bisschen tasten. Auf der anderen Seite vom Baggersee ist überall noch reger Badebetrieb. Aber kann man den Leuten ja nicht verdenken. Kennt ihr ja schon vom Video mit dem Bellyboot, wo wir versucht haben, alle Räuber zu fangen. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich werde mit euch auf jeden Fall noch tauchen gehen. Vor allem jetzt zur Sommerzeit mit Taucherbrille und Schnorchel. Fische suchen unter Wasser. Die findet man und dann dort auffällige Köfe und dann dort auffällige Köder ablegen ohne großes Beifutter. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache und mega erfrischend, vor allem jetzt im Sommer. So, wir fahren jetzt schön weit hier hinten in diese Ecke rein. Hier geht die Kante hoch und hier seht ihr schon, was ich meine. Deswegen wollte ich ja auch mit euch unter Wasser gehen. Überall so leichte Krautberge. Hier wird der Untergrund wieder sauberer. Hier sieht man nichts mehr. Das ist jetzt hier die Verwirbelung von meinem E-Motor. Und hier irgendwo in die Ecke werden wir uns reindrücken. Hier kommt noch ein Krautfeld rein, hier wird es jetzt wieder sauber. Und hier werden wir jetzt mal ein bisschen mit unserer Montage den Boden abklopfen. Es gibt natürlich heute mega gute Echolote auf dem Markt. Aber in der Sommerzeit mit Taucherbrille und Schnorchel ist es doch nochmal viel aufschlussreicher. Ja? Wir haben jetzt hier 4 Meter. Ich lasse jetzt mal das ganze System hier runter. Guck erst mal, was da unten Sache ist. Klopf mal da ein bisschen rum. Mal gucken, ob ich Kraut einsammle. Aber knochenhart hier. Knochenharter Untergrund. Das war hier auch der Bereich, wo wir vom Bellyboot aus beim Raubfischangeln die Fische gesehen haben. Sie sind damals hier an der Oberfläche aus dem Krautgürtel rausgekommen, neugierig. Ich denke, dann werden sie hier auch am Grund was aufnehmen. Knochenhart. Also hier haben wir auf jeden Fall Fische gefressen. Ich hole jetzt mal mein System hoch. Ja, kein Kraut eingesammelt. Dann werden wir hier die erste Rute setzen. Zum Ablassen der Montage nutze ich nicht den Bügel, sondern die Rücklaufsperre meiner Rolle. Gehe ein bisschen vom Boot weg. Kurbel dann rückwärts die Montage runter, hebst du noch mal leicht an, sitzt und werde jetzt in dem Fall auch überhaupt kein Futter drauf bringen. Ich weiß, dass die Fische hier sind, ich hoffe, dass sie auch noch da sind und werde jetzt hier überhaupt auch nicht mit Futter arbeiten, sondern einfach den auffälligen Poppy direkt an dieser Krautkante stehen lassen. Wenn einer da vorbeikommt und Bock hat,
nimm dann mit. Jetzt geht's auf direktem Wege zurück zu unserem Angelplatz. Beim Zurückfahren lasse ich die Schnur so leicht durch meine Finger gleiten, die auch gleichzeitig die Rute hält, damit ich keinen großen Schnurbogen reinbekomme. So, und dann suchen wir uns den nächsten Spot. Aber erst müssen wir mal die nächste Montage noch zusammenbauen. Wir sind noch gut in der Zeit. Lange hell im Sommer. Alles gut, kein Stress. Habt ihr die Ruten sitzen, dann bauen wir in Ruhe noch unser Zelt auf, die Liege. Daumen drücken. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Bremse meiner Rolle habe ich relativ fest eingestellt, denn der Karpfen soll keine große Möglichkeit haben, ins Kraut, ins Hindernis reinzuschießen, und die Sensibilität des Bissanzeigers sehr, sehr sensibel, dass ich gleich beim ersten Piepser merke, dass da was Sache ist und den Fisch vor dem Krautgürtel, vor dem Holster, dem Wasser fernhalten zu können. So, nächste Rute. Die erste sitzt. Meine zweite Montage wird relativ gleich gehalten vom Grundaufbau. Ich werde erst so einen Slider hier montieren auf meine Schlagschnur. Jetzt knote ich das Leadcore an. Das ist eingespleist. Da könnt ihr ganz problemlos einen normalen Knoten eurer Wahl benutzen. So, perfekt. Das überstehende Ende wird von der Schlagschnur hier abgeschnitten, kommt auf den Tisch und später in den Mülleimer. Unten dran wieder ein 170 Gramm Blei. Und jetzt habe ich mir hier ein Vorfach gebaut für eine Schneemannmontage. Ein ummanteltes Vorfach, wo ich ein Stück von der Ummantelung zurückgeschoben habe, dass der vordere Bereich schön weich ist. Für einen Bodenköder und drüber einen Poppy, sogenannte Schneemannmontage. Hänge ich jetzt hier an meinem Schnellwirbelsystem unterhalb vom Blei einfach ein, schiebe den Schlauch drüber, dass es safe ist, über den Haken vorne, und ziehe die ganze Montage jetzt ins Blei rein. So sieht das ganze System jetzt aus. So, und jetzt montieren wir unseren Schneemann. Kein großes Hexenwerk. Als erstes wird der Bodenköder aufgezogen. Bevor ich den aufziehe, schneide ich hier ein kleines Stück ab, dass sich der Poppy mit dem Bodenköder schön zusammenfügt. Gerade hier so ein bisschen was wegschneiden von meinem Bodenköder. Aufziehen. Und jetzt nutze ich hier auch wieder einen sehr auffälligen Poppy, Scopex. Diesmal die Geschmacksrichtung in der Größe 16 mm. Boah, die haben ganz schön Ballermann. Mach hier auch ein bisschen was an der Unterseite weg vom Poppy, dass er sich schön an den Bodenköder ranschmiegt. Zack. Boilistopper drauf. Nutze hier einen ganz normalen, relativ kurzen, der sich schön reinzieht. So, und so sieht das ganze System dann aus, ja. Unter Wasser stellt sich das Ganze so auf. Schön auffällig. Schauen wir mal. Auch wieder ohne großes Beifutter, direkt an die Krautkante. Ein leckerer Happen für die Karpfen. Fahren wir sie raus. Abfahrt.
So, suchen wir uns den nächsten Platz. Und dann Zelt aufbauen, Ruhe einkehren lassen. Die meisten Badegäste sind auch mittlerweile verschwunden. Obwohl jetzt eigentlich der Abend oder die Abenddämmerung die schönste Zeit ist zum Baden, finde ich. Dann fahren wir direkt wieder hier an die Schilfkante ran. Ein bisschen mit Abstand. Denn man weiß ja nie, wo die Fische aus ihrem Krautgürtel herauskommen. Mit der Taucherbrille hätten wir es gewusst, aber das seht ihr dann das nächste Mal. Bis zur Krautkante hin ist der See sehr, sehr tief, fällt richtig tief ab. Hier seht ihr jetzt, wie die Kante ansteigt, und in diesem Bereich hier suchen wir uns wieder eine krautfreie Stelle. Ich merke mir dann immer so ein paar Bäume am Hintergrund, falls jetzt nachts eine Route zum Nachsetzen ist. Hier ist ganz interessanter Bereich. Kraut. Hier vorne ist alles frei. Damit ich keine Marker setzen muss. Deswegen merke ich mir jetzt hier so ein paar Umrisse, die ich auch nachts mit der Kopflampe leicht wiedererkenne. Guck mal, wie es hier schön hochkommt. Hier steigt es schön an. Hier werden wir mal wieder ein bisschen unten rumtasten. Hier vorne hört der Schilfgürtel auf. Kommt ein Baum rein, das kann man nachts gut wiedererkennen, die Silhouette. Hier geht immer schön die Kante hoch. Hier oben seht ihr überall Fisch. Gehen wir mal auf Tasttour. Ich fahre noch ein bisschen näher ran an den Krautgürtel. Oh, hier kommt jetzt richtig was hoch. Schön fest, schön hart. Köderkontrolle, ob Kraut irgendwo eingesammelt wurde. Ne, sieht alles gut aus. Gehen ein bisschen mit der Rute nach innen. Die Kurve sind dann langsam zum Grund runter. Gibt es nochmal leicht an. Passt, sitzt. So, hier lassen wir sie liegen. Abfahrt. Zelt aufbauen. Ja, viele Karpfenangler haben da kein Vertrauen drin, ihre Montagen ohne großes Beifutter abzulegen. Die meisten bereiten ja Angelplätze vor. Wenn ich die Möglichkeit habe, in Heimatnähe unterwegs bin, mache ich das natürlich auch. Futter bringt Fisch, ist ganz klar. Aber wenn man weitere Strecken auf sich nimmt, kann das auch ein Fehler sein, vor allen Dingen, wenn es am falschen Platz landet, das Futter. Ich bin mir relativ sicher, dass da an diesem Ufer Fische unterwegs sind. Ich habe jetzt versucht, sehr auffällige Köder, sehr attraktive Köder, sehr geruchsstarke Köder zu präsentieren. Die Karpfen fressen da ja auch natürlicherweise, ne? Muscheln, Krebse, irgendwelches Zeug. Und wenn da ein attraktiver Köder liegt, warum soll er nicht nehmen? So kommt man dann am schnellsten zum Fisch. Und wenn es funktioniert, können wir ja Futter bringen. Aber morgen werden wir uns auf jeden Fall da drüben reinsetzen. Zwei Nächte habe ich Zeit. Schauen wir mal, was passiert. Und wenn es heute Nacht richtig eskalieren sollte, was ich jetzt nicht glaube, ich bin mal gespannt, was die Braunalgen hier für eine Auswirkung haben, dieses trübe Wasser plötzlich. Aber falls richtig Aktion kommen sollte, werde ich auch ein bisschen Futter bringen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Kleine Fallen, schnelle Wirkung. Daumen drücken. Leichte Spannung auf die Montage bringen. Ich nutze jetzt erstmal den Zwinger, um den leichten Schnurbogen aus der Schnur zu bekommen, den ich jetzt mit dem E-Motor reingefahren habe. Der spannt jetzt in aller Ruhe meinen Fahrfehler nach.
Und wir sind startklar für die erste Nacht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen das Chaos hier aufräumen. Zelt aufbauen. Eigentlich hätte ich mir das Zelt ersparen können, aber wer weiß, was die Mücken machen. Ihr seid dabei. Bin gespannt, ob es auf die Schnelle, auch ohne Taucherbrille und Schnorchel, blind mit Hilfe des Echolots und Tasten mit dem Rig unten am Grund funktioniert. Dort, wo ich die Fische vor einigen Wochen gesehen habe. Allerdings war es wasserklarer. Naja, aber so ist es nun mal. Flexibel bleiben. Immer flexibel bleiben. Das Beste draus machen. Wer weiß. So, Jungs, die Hütte steht. Guckt mal, wie dunkel das Front hier von innen ist. Ey. Das ist also absolut mega jetzt bei dem heißen Wetter. Ich könnte hier zwar noch jetzt die Moskitonetze aufmachen, aber wirklich richtig schön angenehm. Zelt steht mit dem letzten Licht. Jetzt geht auch hier am Baggersee langsam die Sonne unter. Ruten sitzen. Bis jetzt ist alles noch ruhig. Ich hoffe, dass diese Braunalgen uns hier keinen Strich durch die Rechnung machen. Zwei Nächte haben wir. Bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht. Und wenn nicht, komme ich wieder. Das habe ich euch versprochen. Wenn die Braunalge sich wieder gesetzt hat, das Wasser klar ist, dann gehen wir zusammen tauchen. Hätte ich mega Bock heute gehabt, aber ist halt so, wie es ist. Man kann es sich nicht immer aussuchen beim Angeln. Das macht es auch spannend. So, nachher wird der Martin hier noch rumkommen. Der wohnt hier ganz in der Nähe nach dem Arbeiten. Wenn wir uns noch was Schönes zu essen auf den Grill hauen. Und vielleicht kann er mir ja heute Nacht helfen. Da wird es natürlich dann tricky, wenn man alleine ist. Ein bisschen mit der Kamera, falls einer abfiebt. Aber ist jetzt toll. Wir haben 21 Uhr, die Sonne ist weg. Ist immer noch gut hell, aber es wird angenehm jetzt. Daumen drücken. Viele Grüße vom Baggersee. Da hinten muss es knallen. Zwei Pieps haben wir eben gekriegt. Bip Bip hat es gemacht. Auf die Entfernung. Bin mir jetzt unsicher, ob es ein Schnurschimmer war. Da vorne seht ihr auch, wo die Schnur ins Wasser geht. Überall Weißfische an der Oberfläche. Ich wollte halt jetzt nicht nochmal die Schnur hier am Ufer absenken, wegen den ganzen Krautfeldern hier vorne. Komisch, ja. Aber es ist was los. Piep, piep. Piep, piep ist noch kein Schneemann-Dieb. Nada, ich glaube, das sind Brassen. Komplett durchgefallen, der Swinger. Es hat jetzt so lange hier rumgedudelt. Ihr merkt auch, Kameramann ist am Start. Martin ist gekommen zum Abendessen. Der Grill ist an. Oder es sind wirklich Schnurschwimmer. Das ist halt kein Köderfisch wie beim Belzangeln. Ne? Da sieht man nicht viel. Nicht komisch. Piep, 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 piep. Vielleicht waren es Schnurschwimmer. Fahren wir es nochmal raus. So, hier geht es wieder hoch auf die Kante, genau in den Krautgürtel. Ein Stück rauspendeln. Mal anheben. Okay, auf ein neues.
Seht ihr hier an der Oberfläche das ganze tote Kraut rumschwimmen, was jetzt abstirbt. Gut, es sitzt auf jeden Fall wieder scharf, gibt ein gutes Gefühl. Manche Karpfenangler lassen natürlich liegen nach so einem Piepser, aber es waren jetzt eindeutig zu viele Piepser. Hast du gut geschlafen, Finny? Nichts passiert die ganze Nacht. Wo sind die Karpfen? Still ruht der Baggersee. Manche nennen es Sommerloch. Ich nenne es massives Braunalgenproblem jetzt durch die krasse Hitze. Und es wird auf jeden Fall noch heißer. Ich werde mir jetzt ein schnelles Frühstück reinballern. Und dann geht es zum nächsten Platz, Fische suchen. Ob es dort besser wird, kann ich schwer sagen. Wir bleiben ja im gleichen Gewässer, moven nur auf die Inselspitze da draußen. Aber ich glaube, jetzt die krasse Hitze in Deutschland hat hier wirklich so ein bisschen für einen Umbruch gesorgt. Hoffen wir mal, dass in nächster Zeit ein Gewitter kommt, Luftdruckänderung. Regen, ein bisschen Wind, irgendwas auf jeden Fall passiert, dass sich das Wasser nochmal umwälzt und die Fische wieder in Fahrt kommen. Aber abgerechnet wird zum Schluss. So, alles ins Boot reinkrachen, Ruten reinholen und neuen Platz machen. Hier kommt sie, die Insel. Hier haben wir viele Möglichkeiten. Schauen wir mal, ob wir hier mit auffälligen Ködern, Finny dreht schon fast durch, die will raus. Noch ein Karpfen bei den Bedingungen jetzt, bei dieser enormen Hitze, ans Band bekommen. Welcome to the jungle. Alter Falter, ist das heiß. Wir haben jetzt 14 Uhr, die Sonne ballert so auf mich runter. Gehst du ein, da gehst du wirklich ein. Das Camp steht soweit auf der kleinen geheimen Insel. Jetzt schauen wir mal. Drüben kommt ein großer Flachwasserbereich, ob wir da eine Chance bekommen. Aber es wird immer heißer. Ist wie in der Sauna hier. Wahnsinn. Meine Montage ist weitestgehend gleich geblieben. 170 Gramm Blei. Ich habe jetzt hier auch eine relativ hohe Entfernung in den Flachwasserbereich, wo ich hin möchte. Für mein System hier ein schöner gelber Neon-Poppy, eine Leuchtbombe. Ich habe mir jetzt hier nur in der unteren Sektion ein Mono reingebunden. Ja, mal testen, ob das irgendwie einen Unterschied bringt. Die zweite Rute werde ich definitiv mit einem Schneemann angeln. Da werde ich auch ein bisschen Futter einsetzen. Schauen wir mal. Unglaublich. Sauna, Solarium, alles auf einmal heute hier am Baggersee. Aber wir bleiben dran. Echt verrückt, ne? Fast 27 Grad Wassertemperatur hier an der Oberfläche. Brutal. Da hätte ich als Fisch wahrscheinlich auch keinen Bock zu beißen. Hier kommt jetzt ein bisschen Fisch ins Bild. Rotaugenschwärme werden das sein. Wir werden die Kante noch ein bisschen weiter hochfahren. Hier vorne kommt so ein richtiger Flachwasserbereich hoch. Hier kommt der nächste Fischschwarm ins Bild. Ich werde mir dieses Mal auch Marker setzen, falls was angeht. Ich habe zwar kein großes Zeitfenster, aber dass ich den Spot dann wiederfinde. Die
Drüben sind noch ein paar Seerosen. Hier läuft jetzt schön die Kante hoch. Und überall ist Fischaktivität. Kleine Fische sind auf jeden Fall am Start. Und an diesem Abfall werden wir, guck mal, da unten schwimmt, glaube ich, sogar ein Fisch rum in Seerosen. Da fahren wir mal rein hier. Oh ja, hier kommt ein schöner Karpfen. Seht ihr das? Seht ihr den da? Oh ja, da noch einer. Ich glaube, ich habe die Fische wieder gefunden. Guckt mal hier, das Brett. Seht ihr das? Ich glaube, wir machen wieder eine Planänderung. Wir angeln mal ganz flach. Da steht auch einer drin. Hier braucht man auf jeden Fall keinen Marker setzen. Uiuiuiuiui. Guckt mal, was hier los ist. Nee. Hier angeln wir mit Poppy. Ohne großen Schnickschnack, ohne großes Beifutter. Richtig im Flachwasser. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier den Köder hinsetzen am besten. Ich werde da wieder ein bisschen tasten. Aber hier war ja Actionboden. Ich habe mir jetzt ein paar Marker eingepackt. Aber ich glaube, an dem Spot hier werde ich die nicht brauchen. Oder ich gehe eine Etage tiefer. Gute Frage. Hier ist überall jetzt wieder Kraut am Grund. Mein Poppy steht halt ganz knapp nur auf. Das Ruderrad natürlich teuer. Aber die Fische waren wirklich ganz, ganz flach. Ich habe Fische wieder gefunden, obwohl das Wasser so trübe ist. Gehen wir mal richtig nah hier an die Seerosen ran. Warum auch nicht? Wenn sie da sind, werden sie die Leuchtkugel wegsnacken. Denke ich schon. So, ich lasse es jetzt mal genau hier vor den Seerosen runter. Tast mal ein bisschen. Jetzt schauen wir mal kurz. Auf dem Echolot erkennt er so ein bisschen Kraut am Boden. Schauen wir uns das mal an. Ne, sieht sauber aus. Hier legen wir mal eine hin jetzt. Da kommt schon wieder ein Fisch. Das probieren wir aus. Hier lassen wir liegen, ohne großes Beifutter. Einfach so als Attraktor. Da haben wir eben Fische gesehen. Da, wo man Fische sieht, kann man sie auch fangen. Daumen drücken. So, meine zweite Rute ist vorbereitet. Ich zeige euch mal, was ich gebaut habe. Hier ist das Rig. Ich habe es gerade mal getestet. Ich habe mir wieder einen Schneemann gebaut, der sich schön hier leicht über den Krautteppich legt. Kleiner 16 mm Poppy und drunter ein Bodenköder am weichen Geflecht. Ummanteltes Vorfach, vierer Haken. So. Und auf die Rute werden wir ein bisschen Futter legen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal ins Wasser springen. Ich gehe hier ein. Ich gehe hier echt ein. Wahnsinn. Diese Hitze. Ich fahre jetzt etwas in die abfallende Kante von diesem Flachwasserbereich. Hier drüben an dem Seerosenfeld liegt mein Poppy. Und ich spekuliere aber drauf, dass wenn jetzt das Licht weggeht, ich hoffe, dass es bald weggeht, weil ich gehe hier langsam ein, werden die Fische in die abfallende Kante gehen und dort dann fressen. Der Poppy ist ja sowas wie eine Falle im flachen Wasser, da wo sie sich gerade rumtummeln. Ja, und jetzt werden wir hier mit Futter arbeiten. Das Futter werde ich relativ punktuell streuen, nicht zu großflächig. Und deswegen kommt jetzt auch ein Marker zum Einsatz. Die Poseidon-Jungs haben dann ein ganz cooles System am Start, wickelt sich selber ab, also könnt ihr einfach vom Boot abschmeißen. Unten ist ein Gummizug eingebaut.
Dann folgt geflochtene Schnur und wenn ihr eure gewünschte Tiefe erreicht habt, ziehe ich noch so 50, 80 cm ab, falls Wellen aufkommen. Das wird hier an diesem kleineren Gewässer nicht der Fall sein. Und fixiere es dann einfach hier unten in diesem Haken drin, damit sie sich einfach nicht weiter abwickelt, wenn Wind oder Welle kommt. So, hier setzen wir sie ein. Da steht sie, das gute Stück. Jetzt fahren wir noch mal ran und fixieren sie im unteren Bereich am Haken. Und dazu gehe ich gerade hier um diesen kleinen Anker zweimal rum. Das reicht. Zack. Da kann sie jetzt stehen bleiben. Jetzt fahren wir ein Stück wieder vor, von der Boje weg. Ihr seht da überall Fischaktivität am Grund. So, und hier bringen wir ein bisschen Futter und setzen den Schneemann drauf. Auch nicht zu viel. Ich habe nur noch diese Nacht Zeit. Ein bisschen streuen. Ich habe den Pott jetzt noch vorne etwas abgeneigt, weil immer mehr totes Gras, was ihr hier auch im Hintergrund seht, hochkommt. Ja, und Druck auf meine Schnur macht, die auf dieser weiten Entfernung jetzt rüber ins Flachwasser liegt. Rutenspitzen fast unter Wasser gedrückt. So, jetzt schauen wir mal. Sonne geht weg, 19 Uhr. Eine Stunde noch Sauna und dann kommt hier Ruhe rein. Daumen drücken, dass wir jetzt noch mal eine Belohnung bekommen. Wahnsinn. Über 30 Grad Außentemperatur am Baggersee in Deutschland und 26 Grad Wassertemperatur. Und da gibt es irgendwelche Verrückten, die versuchen, einen Karpfen zu fangen. Wäre ich lieber mit meiner Freundin ins Schwimmbad gegangen. Aber abgerechnet wird zum Schluss. So, Finny ist komplett erledigt nach der Sonne. Ja, Aldi. Die Kamera ist alles vorbereitet soweit. Alter Falter, das war wirklich ein heißer Tag, ein heißer Ritt. Sind zwar nicht weit gemoved, aber heute Mittag, ich weiß nicht, was gefühlt waren, 35, 36 Grad. Wassertemperaturen extrem hoch. Überall kommt dieses abgestorbene Kraut an die Oberfläche. Wirklich schwierige Bedingungen. Front hier, seht ihr ja im Hintergrund, richtig schön dunkel da drin, richtig schön schattig. So, und jetzt drückt mir die Daumen, ich werde mir jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen reinballern und dann geht's ab in die Mupfel und ich hoffe wirklich, dass die Funke heute Nacht trötet und mich aus dem Schlaf reißt. Wir haben jetzt, glaube ich, 21.30 Uhr. Es wird angenehm, aber ich bin durch. Also keine Ahnung. Mir kam es in meinem Epo so heiß vor, wie es heute hier war. Meine Nase geht ein bisschen zu, irgendwie durch die Gräser hier auf der Insel. Ein bisschen Heuschnuppe vielleicht. Kommt alles. So, und jetzt schauen wir mal, ob da einer angeht. Ich habe die Route oben an den Seerosen ganz im Flachen, den Poppy, liegen lassen. Vielleicht habe ich ja Glück. Spätestens morgen, im Morgengrauen, wenn es wieder hell wird, werden sie das Teil, die Leuchtkugel, finden. Ansonsten circa 30 Meter nebendran in der abfallenden Kante ein bisschen Futter gebracht, Markerboje gesetzt und den Schneemann präsentiert. Für die Fische, die hinter der Krautkante im tieferen Wasser jetzt noch was zu sich nehmen. Schauen wir mal. Daumen drücken. So, Finny, willst du was essen? Nee, ich glaube, die ist durch. Guckt euch mal den Hund an.
Aber wie gesagt, ich habe ihr Schatten bereitet hier. Wir waren mal kurzzeitig zusammen im Wasser. Aber es war für mich genauso anstrengend. Luft steht, brütende Hitze am Baggersee. Ist nicht alles immer so einfaches Sommerangeln, wie man es meint. Heute war echt ein Saunatag. Wunderschönen guten Morgen. Flache Route direkt an den Seerosen, wo wir die Fische gestern Abend noch gesehen haben. Ist jetzt im Morgengrauen. Wir haben glaube ich 5:30. Uiuiuiui. Ist gerade hell geworden. Ich habe schon mal rausgeguckt und habe gedacht, oh nee, das wird nichts mehr hier am Saunabaggersee. Aber jetzt ist einer angegangen. Mega. Das ist doch der beste Wecker, den es gibt. So, ziehen wir hier an der Krautkante lang. Fahren jetzt langsam mal auf den Fisch zu. Schön aus dem Schlaf gerissen. Mega Stimmung jetzt hier am Baggersee. Und in ein paar Stunden, da hinten geht es schon wieder auf, die Sonne, wird es wieder richtig, richtig heiß. Eieiei. Hat Bock, der Junge. Schlagschnur kommt langsam hoch. Hier unten zieht er seine Kreise. Mega, absolut mega. Ui, Alter. Was ein Schuppmann. Herrlich. Jetzt im Morgengrauen. Richtiges Brett. Ist er aufgewacht. War eben schon mal oben. Ich fast hab mich richtig erschrocken, wie der Fisch hochkam. Ja, die kurzen Explorer machen dann eine richtig gute Figur. Macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn man im Boot angelt, braucht man ja keine langen Karpfenruten. Oder auch wenn man auf kurzen Entfernungen wirft. Da kommt er. Noch eben nochmal da, der Kollege. Eieiei. Der gibt sich noch nicht geschlagen. Ich liebe es, ich liebe es. Wahnsinn. Na komm. Die Rutenaktion, der Hammer. Gucken wir mal, ob wir schon rankommen. Vorsichtig, kein Blödsinn jetzt mehr machen. Jetzt ist er noch nicht.
Haben wir lange für geschwitzt für den Fisch. Da kommt er. Komm. Rein. Nochmal los. Nochmal weg. Uiuiuiui. Jetzt geht er wieder in die Tiefe. Ja, wir haben hier 6-7 Meter Wassertiefe. Da hat er natürlich Platz nach unten. Ne? Ganz flach gebissen. Vorne, wo wir sie gesehen haben, hat es vielleicht 1 Meter Wassertiefe gehabt. Ganze Nacht ruhig, gestern Abend noch ruhig und jetzt im Morgengrauen, Sonne geht auf. Da fällt natürlich der Leuchtpuppi auf. Ne? Da nehmen sie sowas gerne mit, auch wenn das Wasser ultra warm ist. Na komm. Ist er. Richtiges Brett. Will nicht, er will noch nicht in Kescher. Er will noch nicht. In der Haken. Jawohl. Alter Falter. Was ein Krimi. Was ein Fisch. Was eine Aktion. Schaut mal hier in den Kescher rein. Richtig starker Schuppmann. Schöner Fisch. Wahnsinn. Hier vorne hängt der Poppy. Schön außen. Rick hat perfekt gearbeitet. Gelbe Leuchtkugel hat geliefert. So muss es sein. Dafür hat sich das Schwitzen gelohnt. Und jetzt schaut mal da vorne. Dieser Sonnenaufgang. Mega. Ja. Happy. So, dann darf ich es euch mal präsentieren. Die Schönheit. Was ein Büffel. Mega. Jetzt hier in der aufgehenden Sonne. Schaut euch mal das Paddel an. Starker Fisch. Der Lohn fürs Schwitzen hier am Baggersee. Aber Einsatz und Action und dranbleiben wird oft belohnt beim Angeln. Petri Heil, mega. Mega Fisch. Ich bin happy. Vielleicht war das sogar einer der großen Schuppis, die wir gestern hier im Flachwasserbereich gesehen haben. Starker Fisch, wirklich starker Fisch. Das ist Angeln. Genau das macht's aus. Mein Lastenkahn ist gepackt, bevor die Sonne jetzt wieder richtig hochkommt und es wieder brütend heiß wird, werde ich heimheizen. Ich habe ein bisschen Arbeit im Büro. Bin wirklich froh, dass wir es nochmal so rumreisen konnten. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auch mal zeigen, dass das nicht alles immer so ein Selbstläufer ist. Ne? Ich meine, ihr werdet es am besten wissen. Vor allen Dingen, wenn man weitere Strecken zu einem Gewässer auf sich nimmt, kann man dann dort plötzlich vor Situationen stehen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich hatte eigentlich ein komplett anderes Video mit euch geplant. Ich wollte eigentlich mit euch jetzt hier, das Wetter passt ja, schön Badespaß haben, tauchen gehen, der Sache auf den Grund gehen, euch unter Wasser zeigen, wie man Karpfen mit Taucherbrille und Schnorchel finden kann im Baggersee und auch die Montagen per Flosse, Taucherbrille und Schnorchel an den Spot runterbringen, also den Karpfen direkt vors Maul setzen. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass durch die Hitze wahrscheinlich das ganze Kraut jetzt hier am See hochkommt, abstirbt, das Wasser sehr trübe geworden ist, Braunalgen jetzt aktuell hier im See stark vorhanden sind. Naja, wir haben das Beste draus gemacht. Ich bin wirklich happy, dass wir es nochmal so rumreisen konnten.
Ein auffälliger Köder wirkt Wunder, also dieses System zählt definitiv zu meinen Lieblingsmontagen. Dieses 360-Grad-Rig mit einem kleinen, auffälligen Pop-up obendran. Da könnt ihr immer, eigentlich in jeder Situation, einen Fisch fangen. Das hat schon bei mir im Winter funktioniert, das hat im Sommer funktioniert, das hat mit Futter funktioniert, das hat ohne Futter funktioniert. Vor allen Dingen, wenn ihr an ein Gewässer kommt, wo ihr nichts vorbereiten konntet, wie wir es in dem Fall nicht konnten. Eine ganz interessante, super Sache. Wir werden auf jeden Fall, das verspreche ich euch, noch zusammen tauchen gehen, sobald die Baggerseen wieder klarer werden. Und wir werden auch noch Welsangeln zusammen gehen. Ich habe nämlich noch ein paar Freunden versprochen, die sind schon ganz lange am Probieren, einen Waller zu fangen. Hat bisher nicht klappen sollen, hier in Deutschland. Und wir gehen nochmal an den Baggersee zum Welsangeln. Und da möchte ich euch natürlich auch gerne mitnehmen und euch die einfachsten, aber zugleich fängigsten Montagen vorstellen für das Angeln in stehenden Gewässern hier bei uns in der Heimat. Bleibt dran, es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Arbeit zu Hause und dann geht es in Kürze wieder ans Wasser. Bis zum nächsten Video, alles Gute für euch, dicke Fische, viel Spaß hier draußen beim Angeln. Wir sehen uns. Ciao, ciao.